Wir können Situationen ja wirklich immer aus ganz verschiedenen Blickwinkeln sehen. Wir haben jetzt gerade eine Situation, wo wir ja isoliert werden von anderen. So wird es gesagt, Isolation, wir haben wenige Kontakte mit der Außenwelt. Aber die Frage ist, ist das wirklich schlimm? Frag dich mal, ob das jetzt gerade wirklich so schlimm ist, dass du nicht mehr so viele Kontakte mit dem Außen haben darfst. Was jetzt wirklich wichtig ist für die Erde, für dich selbst, für unser Weiterkommen, ist die Verbindung zu deinem inneren Selbst. Intuition ist etwas, was die meisten mit einem Bauchgefühl verbinden. Das heißt, bei einer Entscheidung oder bei einem Menschen, dem wir begegnen, spüren wir direkt, ist es gut für uns oder ist es nicht gut für uns. Intuition ist wirklich die Verbindung zur Anderswelt. Das heißt, jeder von uns ist ja im Grunde genommen mit dem vollen Potenzial verbunden, was wir sind. Wir nennen das auch höheres Selbst. Das heißt, wir sind hier auf Erden gekommen mit dem Plan unseres höheren Selbst, warum wir hier überhaupt auf Erden sind. Und jeder von uns trägt den göttlichen Funken in sich. Das heißt, wir sind schon immer mit der Urquelle verbunden. Diese Verbindung hat Helfer, die uns wirklich dabei unterstützen wollen, dass wir unseren Lebensplan wirklich leben. Und wenn etwas vor uns erscheint, was nicht unserem Lebensplan entspricht und nicht unserem höchsten Wohl dient, dann spüren wir, besser sollten wir das jetzt nicht tun. Natürlich machen wir es dennoch oft genug trotzdem, weil wir nicht richtig vertrauen, weil unsere Intuition nicht wirklich gestärkt ist, weil wir ja nicht eine richtige Verbindung dazu haben. Aber es ist wirklich wichtig, unsere Intuition zu stärken, wirklich richtig zu fühlen, was tut gut und was nicht. Und da gibt es natürlich auch Einweihungen, die man machen kann, die speziell darauf abzielen, die Intuition zu stärken, die Selbstheilungskräfte zu stärken. Und es gibt Zeremonien, die man machen kann, um sich einfach wieder mit sich selbst zu verbinden. Jetzt ist gerade wirklich Zeit, wo du in allen Bereichen deines Lebens wirklich mal genauer hinschauen kannst, ob du wirklich so lebst, wie du es möchtest. Wie gesagt, du kannst das jetzt als Isolation sehen oder als wirklich intime Zeit mit dir selber. Schau doch mal in jedem Bereich. Gesundheit. Fühlst du dich wirklich wohl mit dir? Ernährst du dich genauso, wie es für deinen Körper stimmig ist? Beruf. Ist das wirklich etwas, was du liebst? Ist das etwas, was dich erfüllt, wo du dich noch in 10 Jahren sehen kannst? Wo du spürst, dass du wirklich etwas Bedeutendes machst, was dir wirklich gut tut? Du kannst jetzt in allen Bereichen einfach mal schauen. Du kannst Zeremonien in dein Leben holen. Du kannst Einweihungen machen. Du kannst dich wirklich stärken. Du kannst dich mit Dingen befassen, die du vorher vielleicht gar nicht für möglich gehalten hast, dass sie zu deinem Leben gehören, aber die dann, wenn du dich damit befasst, wirklich dein Leben bereichern. Jetzt ist wirklich die Zeit, wo du in dich gehen kannst. Es ist die beste Zeit und die beste Investition, die du in dich machen kannst, wirklich mal zu horchen, was geht bei mir gerade ab? Nutze also diese Zeit, sehe es nicht als Isolation, sondern wirklich als intime Zeit mit dir selbst, wo du schauen kannst, wer du wirklich bist, was du wirklich willst. Und wenn du da auch noch Zeit findest, wenn das nicht schon genug Abenteuer ist, schau doch mal, was gut für die Welt ist und was du dazu beitragen kannst, diese Welt zu einem besseren Ort zu machen.